Jo, liebe Leute, Theo hier und willkommen zu einem erneuten Mario-Video und zwar eine kleine Top-Liste. Und zwar werde ich oft gefragt, was mein Lieblingscharakter aus dem Mario-Universum ist. Und ja, Leute, es ist Luigi. Ich liebe Luigi und deswegen kommen heute die lustigsten, die Top 5 lustigsten Luigi-Momente. Denn meiner Meinung nach ist das eine Top-Liste, die zu ihm passt, denn er ist einer der lustigsten Charaktere, wenn nicht der lustigste neben Waluigi. Und außerdem ist das ein ganz besonderes Video, denn ich habe heute drei Special Guests am Start. Und zwar einmal Ruffy, Hige und natürlich, wer darf nicht fehlen, Arkata. Ich würde sagen, genug geredet und wir fangen einfach an. Viel Spaß! Der erste lustige Moment ist aus dem Spiel Mario & Luigi Superstar Saga von 2003 für den Game Boy Advance. Und zwar waren in dem Spiel mehrere lustige Momente von Luigi. Das Spiel platzte fast aus lustigen Momenten von Luigi. Aber einer der ersten ist mir noch in Erinnerung geblieben und ist auch einer der lustigsten. Und ich bin einfach froh, dass wir es jetzt bald nochmal auf dem 3DS nochmal remastert haben und das Ganze nochmal sehen können. Und das Spiel beginnt damit, dass von Prinzessin Peach ihre Stimme geklaut wird. Und zwar von Luke Miele und Krankfried. Daraufhin machen sich Bowser, Mario und auch Luigi auf den Weg, um ihre Stimme zurückzuholen. Bowser und Mario sind sich eigentlich einig und gehen direkt aufs Luftschiff, um letztendlich loszufliegen ins Bohnenkönigreich. Aber Luigi ist sich noch nicht ganz einig und haut erstmal ab und will fliehen, aber das Luftschiff verfolgt ihn die ganze Zeit und packt ihn dann mit so einem komischen Greifarm. Ihr seht es hier eingeblendet, es ist ziemlich lustig umgesetzt und ist eine der ersten Szenen im Spiel, die gleich untermalt, was für ein genialer Humor in dem Spiel einfach vertreten ist. So, Freunde, der Moment, der jetzt kommt, darf natürlich nicht fehlen. Es ist eines der größten Memes gewesen. Und zwar geht es um Mario Kart 8. Das war ja auch ziemlich geprägt von Memes, muss man sagen. Und da gab es natürlich den Todesblick von Luigi. Ich glaube, jeder von euch wird den kennen, aber das ist wirklich einer der besten und lustigsten Luigi-Momente, wenn ihr mich fragt. Auf jeden Fall, wenn Luigi einen Gegner trifft mit einem Item und ihn dann überholt, guckt er einfach mega arrogant und ich finde auch ein bisschen so, dass er so guckt, als würde er wirklich so gucken wie Vegeta, wenn Son Goku mal wieder eine neue Form auspackt und der einfach absolut hinterherhängt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiger und cooler Luigi-Moment. Noch ein weiterer lustiger Luigi-Moment ist in einem aktuellen Spiel und zwar Mario und Rabbids. Und zwar, wenn er seinen kleinen Staubsauger abfeuert, dann schaut euch das einfach mal an, Leute. Er dabbt einfach. Wie cool ist das denn bitte? Also, ich finde das übertrieben lustig. Und es gibt noch einen Dab-Moment, und zwar in Mario Kart 8, da sieht man Donkey Kong dabben. Das nur als kleine Nebeninfo. Der nächste lustige Moment von Luigi ist aus Mario und Luigi Superstar Saga. Und zwar finden Mario und Luigi gegen Ende des Spiels einen Koffer und dort ist ein Kleid drinne von Peach. Und dann hacken sie den kleinen Plan aus, Luigi als Peach zu verkleiden. Luke Miele und Krankfried haben Peach bereits entführt, aber sie versuchen halt, die beiden ein bisschen zu verarschen, indem die zeigen, ja, hier ist eigentlich die richtige Peach und dadurch wird dann die echte Peach sozusagen weggeschmissen und Luigi wird mit dem Peach-Kleid dann entführt und das Lustige hierbei ist, dass er so lange auferhält, diese Tarnung, er hält die ganze Zeit seine scheiß Nase zu und er hat anscheinend die gleiche Figur wie Peach, weil es halt niemandem auffällt. Aber natürlich fliegt es im Endeffekt doch auf, aber sie schaffen es halt dadurch sozusagen Peach zu retten. Also mega geiler Luigi-Moment und für sowas feiere ich Luigi einfach. Der letzte lustige Luigi-Moment ist aus dem Spiel Super Princess Peach für den Nintendo DS. Das erste Spiel, wo Peach die Hauptrolle spielt und Mario befreien muss. Ja, Leute, Bowser hat Mario diesmal gefangen genommen und Peach muss ihn befreien. Auf jeden Fall, wenn man dann ganz am Ende angelangt ist und Bowser besiegt hat, dann sieht man einen kleinen Käfig, wo Mario letztendlich eingesperrt war. Und Peach hat ja diesen Regenschirm, der sich als Schlüssel verwandelt hat und letztendlich das Schloss aufgemacht hat. Nachdem das Schloss bzw. die Tür offen war, ist sie dann auf Mario zugerannt und Luigi auch, weil Luigi war auch anwesend und er wurde einfach weggeschlagen von Peach. Ihr seht es hier eingeblendet, auf jeden Fall einer der lustigsten Momente überhaupt, wenn es um Luigi gibt. Aber Leute, es gibt zahlreiche andere lustige Momente. Schreibt mal euren Lieblingsmoment in die Kommentare. Ich weiß, Luigi's Mansion besteht eigentlich nur aus lustigen Momenten von Luigi. Am 27.10. kommt Mario Odyssey raus und eventuell hat ja Luigi auch wieder einen Auftritt, wo wir weitere lustige Momente sehen. Checkt auf jeden Fall die Links in der Videobeschreibung ab. Dort sind die Gäste alle verlinkt. Und Leute, das Gewinnspiel geht noch bis zum 10.10. Der Nintendo 2DS im Bundle mit New Super Mario Bros. 2. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theodore.